Schluss mit länger, breiter, teurer. Wer sich schon mal bei uns beschwert hat, wir würden nur große Yachten für viel zu viel Geld zeigen, für den hätten wir hier was. Der kleinste Langkieler der Welt. Wir dürfen vorstellen, die Gazelle des Sable. Aber Vorsicht, wer diesen Seezwerg aus Frankreich nicht ernst nimmt, macht einen großen Fehler. Denn die 2,70 Meter kurze Gazelle besitzt viele Talente. Sie ist selbstaufrichtend, unsinkbar dank geschlossenporigem Schaum und sie kommt mit Wasserballast und Einbaumaschine. Wie bitte? Das wollt ihr genauer wissen? Wir auch. Also nochmal zurück an den Strand und auf Anfang. Wer möchte, kann sich den Slipwagen auch ans Fahrrad hängen. Trailerbar mit Rad. Lustig. So erschließt man sich auch die versteckten Gewässer. Das 65 Kilo wiegende Bötchen ist schnell von einem allein aufgeregt. Verklickereien, Teleskopmast ausziehen, sichern, hinstellen, fertig. Der Elektromotor ist fest eingebaut, die im Bug verstaute Batterie reicht für 2 Stunden. Dann werden die Segel angeschlagen. Festhalten, es gibt derer 4. Kein Witz. Mit insgesamt 14 Quadratmeter Fläche ist die kleine Französin aus dem Loiretal gut betucht. Und je nach Wind bestens anpassbar, denn die Segel sind bis auf 4 Quadratmeter zu verkleinern. Bis die Gazelle segelklar ist, vergehen nur wenige Minuten. Gaffel einhängen, hoch damit. Ein Großbaum gibt es nicht, also auch nichts, womit man sich den Kopf stoßen könnte. Die Großschot wird einmal direkt auf der Pinne umgelenkt und dort in einer Klemme belegt. Und schon geht es ab ins Wasser. Dort füllt sich der Wasserballast automatisch und bringt ein zusätzliches Gewicht von 70 Kilo mit. Kipplich, instabil gar? Fehlanzeige. Der Ballastanteil beträgt 107%. Das ist Rekord. Und die Kleine zeigt, dass sie was ab kann. Selbst unter Vollzeug mit Topsegel und einer Art Code Zero beweist sie Nehmerqualitäten. Klar, ein Ösfass sollte dabei sein, aber das ist nebensächlich. Denn in der Hauptsache macht dieser kleine Retro-Klassiker einen Mordspaß. Wer möchte, kann auch zu zweit los, der Platz reicht tatsächlich aus und die Zuladung beträgt immerhin 180 Kilo. Und genau so entstand die Geschichte der Kleinstboote von Patrick und Marie Besnier. Aus einer Laune schenkt ihr der Ingenieur für Verbundstoffe zum 30. eine erste selbstgebaute Gazelle. Mit ihr und einer weiteren segelt das Paar die Küste hoch und runter und hat vor allem eines: richtig Spaß. 2005 wird aus dem Hobby aufgrund der Nachfrage eine eigene Werft. Die vorigen Jobs werden an den Nagel gehängt. Zum Glück, denn nicht nur in ihrem Heimatland ist das Bötchen ein Hit. Es gibt jetzt etwa 220, 230 Gazelle des Sable in Polynesien, Brasilien, Frankreich oder Spanien, eigentlich überall. Gebaut wird die Gazelle im Vakuum-Infusionsverfahren per RTM, dem sogenannten Resin Transfer Molding, das deutlich weniger Müll und so gut wie keine Emissionen erzeugt. Übrigens, der Name erinnert an die Boote der Sardinenfischer aus der Vendée im 19. Jahrhundert. Der Riss der GfK-Wanne ist jenen Booten nachempfunden. Und was kostet der Spaß? Bei 5.650 Euro geht es los. Wer Motor, zusätzliche Segel, Straßentrailer und so weiter ordert, kann diesen Preis auch leicht verdoppeln. Ob nun als Tender zur Yacht oder als alleiniges Spaßboot, die Gazelle des Sable ist ein verblüffendes Multitalent. Ach ja, sie kommt nicht allein. Marie und Patrick Besnier haben eine ganze Reihe weiterer Kleinstboote im Portfolio. Wem da nicht das Herz aufgeht, der hat wohl keins. Den Artikel zur Gazelle des Sable findet ihr im Link in der Videobeschreibung.